Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Erdzeichen, Steinbock, Stier, Jungfrau. Hier ist Siro Sabine von lebensradweg.de und ich freue mich jetzt hier mit dir. Ja, wir sind schon soweit in die zweite Monatshälfte zu schauen und ich weiß gar nicht, wie dir es geht, ob du oder wie du die Zeit empfindest. Ich habe das Gefühl, an manchen Stellen rennt die Zeit wie verrückt und dann wieder dehnt sie sich aus. Und ja, jetzt zweite Monatshälfte vom 15. bis zum 31.07. Und da möchte ich gerne mal für dich, liebes Erdzeichen, schauen, welche Energie dir zur Verfügung steht, wie die Hauptthematik sich zum Ausdruck bringt und ich schaue dann auch mit dem Tarot nochmal, wie sich das Ganze in deinem Leben möglicherweise darstellt. Ja, wenn du dich hier wiederfindest oder eben auch vielleicht nicht wiederfindest, schau dir gerne die Readings für dein Aszendent oder Mondzeichen an, um da nochmal tiefer zu spüren. Aber jetzt hier das Element Erde und ja, lass uns beginnen. Ich bin voller Vorfreude wie immer und total gespannt. Purification, Reinigung. Ja, und was würde besser reinigen als der viele Regen, zumindest hier bei uns draußen? Bei dir ist es vielleicht heiß und sonnig und auch die Sonne reinigt. Und ja, vielleicht braucht es für dich in dieser zweiten Julihälfte eine besondere Form der Reinigung. Vielleicht mal ein Hineinspringen ins Meer, ins Wasser. Vielleicht eine Reinigung energetisch in deinen Mentalkörpern oder in deinen, ja, Energiekörpern, um es mal so zu sagen. Aber Mentalkörper, dass der jetzt sich so vordrängelt, finde ich spannend. Weil der nämlich unsere Gedankenformen speichert, unsere Glaubenssätze. Und vielleicht gilt es da für dich mal ein bisschen tiefer zu schauen. Und falls das wie eben ein bisschen laut wird bei mir hier, ich habe das ein oder andere Fenster offen und ja, es ist zwar regnerisch hier, aber nichtsdestotrotz ist es eben auch warm und so ganz ohne frische Luft, was ja dann auch wieder zum Thema Reinigung passt, ja, geht das nun doch eben nicht. Also da wirklich für dich zu gucken, jetzt hier in der zweiten Monatshälfte, auch wie dein Zuhause gereinigt ist oder ob es da noch etwas braucht und spannend finde ich hier. Es ist schon beinahe meine Lieblingskarte hier aus dem Deck, der Tiefpunkt. Und so ein Tiefpunkt im Leben ist letztendlich der Moment, wo sich die Energie dreht, wo es wieder aufwärts geht. Und falls du gerade, ja, das Gefühl hast, du bewegst dich immer mehr hier auf einen Tiefpunkt zu, dann darfst du für dich nachspüren und wissen, dass es nach diesem tiefsten Punkt wieder nach oben geht. Das ist so dieses Rad des Schicksals, was sich einmal nach unten dreht und dann auch direkt wieder nach oben. Das finde ich gerade sehr spannend, vor allen Dingen auch mit der Energie der Reinigung. Und womöglich bist du da eingeladen, mal hinzuspüren, falls dich da Gedanken oder Prägungen oder alte Glaubensmuster versuchen, in dieser Tiefe festzuhalten und wirklich, dass da direkt die Reinigung reinfließen darf, das Wasser als Reinigung, vielleicht das Feuer als Reinigung und dass es dann wieder
in neuer Akzeptanz und neuer Klarheit sozusagen aufwärts geht, einen neuen Weg entlang geht. So, eine Karte hätte ich jetzt hier gerne noch, weil ich möchte auch gerne noch hier, nein, das sind zwei, eine Botschaft, wie du diese Energie einfach für dich nutzen und einsetzen kannst. So, springt nicht, das macht nichts. Ah, cool. Das Mitschöpfertum, ja. Spinnenfrau, Spinne ist für mich im Lebensrat verbunden, tief verbunden mit dem Ursprung allen Seins, als Heilertier, Helfertier, und du bist hier eingeladen, durch dein Mitschöpfertum mal hinzuspüren, wie du in das große Muster des Lebens eingewoben bist. Und vielleicht gilt es da, die ein oder andere Verstrickung, Verbundenheit mal genauer anzuschauen. Vielleicht braucht es da eine Reinigung, vielleicht braucht es da noch mehr Tiefgang oder mal ja ein ganz bewusstes Hinspüren oder Hingehen in die Tiefe, um zu schauen, inwieweit dir unterschiedliche Verbindungen jetzt noch dienlich sind. Und da dich ganz kraftvoll in dein Mitschöpfertum einzuschwingen sozusagen, um dann aus diesem Tiefpunkt einen Wendepunkt zu machen. Ich bin gespannt, was die Tarotkarten jetzt dazu sagen. Ist auf jeden Fall eine sehr kraftvolle Energie hier für dich in dieser zweiten Julihälfte, wo es wirklich um Reinigung geht, um die Tiefe in dir und darum zu erkennen, dass du eben ganz bewusst mitschöpfen kannst mit dem, was du dir da in deinem Leben wünschst, wie deine Reinigung aussehen darf, und auch ganz bewusst diesen Wendepunkt an diesem Tiefpunkt erkennen kannst. So, jetzt bin ich gespannt, was die Tarotkarten uns dazu sagen. Na gut, ach, guck mal, die wollte jetzt direkt schon raus. Da ist sie wieder. Und letztendlich fast genauso wie hier abgebildet. Der Teufel und auch hier die Spinne. So, und jetzt habe ich ja eben gesagt, die Spinne hier als Helfertier im Ursprung oder mit dem Ursprung verbunden, die Muster des Lebens, die Muster auch, in denen wir verbunden sind, eingebunden sind. So, und mit dem Teufel zeigt sich hier direkt der, auch dieser Aspekt, aber eben auch dieser Negativaspekt der Verstrickungen, der Abhängigkeiten, der Fesseln, der ungelebten Möglichkeiten kommt gerade so rein, und wo du wirklich das Gefühl hast, du stehst da oder bist da gefangen in so einem Spinnennetz und kannst dich nicht mehr rühren. Der Fliegenpilz hier, den die Frau als Kleid trägt, ist eingeordnet unter den Giftpilzen. Und für mich ist ja auch immer wieder die Dosis macht das Gift. Also der ist schon giftig, das auch davon abgesehen. Und es geht hier auch um toxische Verstrickungen, wo du jetzt hier für dich diese Reinigung einfließen lassen darfst. Und vielleicht bist du in einer toxischen Beziehung, Verbindung, Situation gerade hier an einem Tiefpunkt angelangt, wirklich, ja, auch mal bildlich gesprochen, vielleicht ganz unten, und hast jetzt die Chance hier, dich
zu heilen, zu klären, deine Energie zu reinigen und in dein Mitschöpfertum einzutauchen, um da ganz bewusst aus diesen toxischen Beziehungen auszusteigen. Ich bin wirklich gespannt hier. Ja, die zwei Schwerter. Da kommt wieder der Mentalkörper ins Spiel, der sich hier gleich zu Beginn eingeschlichen hat. Und vielleicht stehst du gerade an dem Punkt und überlegst, wenn ich das jetzt hinter mir lasse, wie wird dann das Neue? Ja, klar geht's mir da nicht so besonders gut in diesen Beziehungen. Und doch ist es das, was ich gewöhnt bin. Und ich komme da ja auch mit zurecht. Ich habe mich ja da so ein bisschen ausgerichtet daran, wie das funktioniert. Ich reinige mich teilweise gut. Und dann bin ich dann doch wieder da hin und her gezogen. Ich habe hier so das Gefühl, es steht eine Entscheidung an. Mit diesem Tiefpunkt auch, mit diesen zwei Schwertern. Und du bist noch so ein bisschen hin und her gezogen, wie oder wohin dich dieser Weg dann, der ja dann an dem Tiefpunkt oder ab dem Tiefpunkt sich nach oben wendet, wo der dich hinbringen könnte. Wie wäre es denn mit deinen Träumen, liebes Erdzeichen? Die sieben Kelche steht zwar auf der einen Seite auch oft für Illusionen und vielleicht zeigt sich hier auch bei dir eine Illusion, indem du dir bewusst wirst darüber, dass du von dieser Beziehung oder Situation dir etwas anderes erwartet hast, etwas anderes gewünscht hättest, etwas anderes, ja, geträumt hast davon. Jetzt geht es aber ganz klar darum, hier nicht in diesen alten Ängsten und Mustern zu stecken, wo du vielleicht das Gefühl hast, wenn ich jetzt hier mir wieder was Neues erträume, komme ich ja wieder dahin. Da gilt es jetzt rauszugehen, direkt in die Energie des Mitschöpfertums, in die Energie der Reinigung und dir hier ganz, ganz klar mal zu machen, was wünsche ich mir in meinem Leben? Unabhängig davon, welche Personen damit beteiligt sind, es geht hier in erster Linie mal um dich und um deine Wünsche und Träume. Und die kommen nicht aus deinem Kopf, die kommen aus deinem Herzen. Und vielleicht brauchte es dieses tief unten Ankommen, damit dir diese Träume hier wieder bewusst werden. Weil die Frau hier, die hier liegt, die ist komplett nackt. Also hat alles losgelassen, auch alle Vorstellungen losgelassen. Ihr Haar weht hier im Wind. Und sie wählt aus dem Raum der unendlichen Möglichkeiten das, was ihr Herz berührt, das, was jetzt den nächsten Weg oder die Veränderung mit sich bringen darf. Die drei Schwerter und womöglich ist diese Herzensverletzung dieser toxischen Verbindung, dieser toxischen Begegnung hier gerade noch aktiv und berührt dich auch tief. Sorry, ich muss echt das Fenster zumachen beim nächsten Mal. Ich lasse das aber jetzt so. Vielleicht berührt dich das auch gerade tief, diese Erkenntnis, wo du da in einer toxischen Situation gesteckt hast. Das kann alter Schmerz sein, der sich jetzt hier nochmal erlöst. Und der dir damit aber auch den Weg zu deinen Träumen öffnet. Das nehme ich ganz stark so wahr. Ja, der Gehängte. Betrachte deine Welt, deine Situation mal aus einer anderen Perspektive. Und lass mal all das, was jetzt hier war, zurück. Das, was hier auf dem Bild so schön ist, dass diese Frau hier als Gehängter an einer Art Reißverschluss hängt und
dieser Reißverschluss sich jetzt öffnet und dieses ganze Dunkle hier verschwindet und Raum und Blick auch auf deine inneren Träume öffnet. Also ja, ich habe hier das Gefühl, dass es nicht darum geht oder nicht mehr darum geht, in einer Situation auszuharren, sondern dich wirklich von dieser Situation zu lösen, eine ganz klare Entscheidung zu treffen. Auch wenn dir dein Kopf hier sagt, ach und ich weiß nicht und dann habe ich ja das wieder. Spür da mal hin. Erlaub dir mal diese Heilung, diese Reinigung, diese Öffnung deines Herzens. Auch wenn das an manchen Stellen schmerzhaft ist, es bringt dich hier in eine ganz, ganz neue Klarheit. Ja, und vor allen Dingen auch in die Klarheit und Bewusstheit, dass du nichts mehr vor dir und vor anderen verstecken musst. Die sieben Schwerter, da geht es ja im Grunde genommen ein bisschen um Betrügereien. Es geht um listig sein, um hinterlistig zu sein. Es geht darum, nicht alles zu offenbaren. Und es geht aber auch darum, wirklich das zu schützen, was ich jetzt hier in dir entfalten möchte. Und das, was ich in dir entfalten möchte, liebes Erdzeichen, das ist ganz, ganz wundervoll hier an der Unterseite, die zwei Kelche. Das kann zum einen eine neue Begegnung sein, eine neue Beziehung, die da wachsen möchte. Es kann sein, dass sich diese alte Beziehung denn dann doch noch verwandelt und in neuer Form wachsen möchte. In erster Linie geht es hier darum, dir selbst zu begegnen, unvoreingenommen, frei von irgendwelchen Gedanken, Mustern, Gedankenspielen, mal wirklich dir Raum und Zeit zu öffnen für deine Träume, für diesen Schmerz, der da vielleicht noch in dir verborgen liegt und das Ganze ja eben aus einer anderen Perspektive zu betrachten, nämlich auch aus der Perspektive, dass du Mitschöpfer bist, dass es jetzt eine Zeit der Reinigung und der Heilung ist und dass du dieses zarte, verletzliche, was hier auch mit dieser Frau hier auf den sieben Kelchen gezeigt wird und du hier als Ei in den Armen trägst, also vielleicht fühlst du dich auch wie ein rohes Ei gerade. Das gilt es zu schützen in dir und ja, ich glaube auch dahin zu spüren, was darf sich jetzt wirklich aus dir heraus entfalten. Und du musst noch nicht mal eine Antwort wissen. Es reicht vollkommen, wenn du da wirklich ganz bei dir bleibst. Eine super schöne, kraftvolle, vielleicht an manchen Stellen herausfordernde Energie. Es kommt da auch wieder drauf an, aus welcher Perspektive du das siehst. Wenn du dich jetzt gerade an dem Tiefpunkt fühlst und im Jammertal und im Drama, ja, dann ist das die Verantwortung deines Mitschöpfertums, deinen Blick zu wenden. Und ich möchte jetzt in der Fortsetzung nochmal schauen, wie sich diese ganze Situation auf tieferer Ebene zeigt, wo da vielleicht diese Verstrickungen sind und wie du ganz kraftvoll diesen Tiefpunkt, also quasi im nächsten Schritt, durchschreiten kannst, um wirklich hier in die Kraft deines Mitschöpfertums zu kommen. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox, wie immer auch auf meinem Heartmember Patreon Channel im Abo. Und ja, ich freue mich, dich gleich in der Fortsetzung begrüßen zu dürfen und allen anderen Erdzeichen. Ja, erlaub dir bitte diese Reinigung, die jetzt ansteht,
und erlaubt dir auch mal diese Tiefe zu fühlen, diesen Schmerz zu fühlen, um dann daraus wirklich die Kraft in dir zu entfalten, die sich jetzt hier als Mitschöpfertum entfalten möchte. Und da liegt auch ganz viel Kraft und ganz viel Wachstum und ganz viel Heilung für dich. Alles, alles Liebe zu dir.